herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem Announcement von mir. Seit langem mal wieder. Es gab eine kleine Pause, aber dazwischen gab es ja noch ganz normale Videos. Jetzt will ich euch in diesem Video mal wieder auf den aktuellsten Stand der Dinge bringen und sagen, was ich so in Zukunft geplant habe. Eigentlich gibt es nicht viel zu erzählen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber mal gucken, wenn ich wieder anfange zu reden, dann kann es aber mir mal lange dauern. Zum Ersten, ihr seht wahrscheinlich, ich sitze hier auf einer Couch bei mir im Zimmer. Sie ist endlich da. Ich habe ein paar Wochen drauf gewartet. Und bis jetzt habe ich immer auf diesen einen Hocker, den ihr in diesem einen Video gesehen habt, auf diesem Ikea-Stuhl, die Videos gemacht. Und in Zukunft werde ich hier auf der Couch sitzen. Vor mir liegt hier der Laptop, wie jetzt auch praktisch. Und ich bin selber mal gespannt, wie das dann wird, weil die Kamera ja dann ziemlich weit unten ist. Ich muss mal gucken, wie das dann ablaufen wird. Und auch der Greenscreen und so weiter und so fort. Also das wird euch auf jeden Fall in den kommenden Videos dann erwarten. Das wird ein bisschen anders, also auf jeden Fall in der nächsten Trainerkarriere. Jetzt ist ja Samstag und morgen, also am Sonntag, kommt ein nächstes Ultimate Team Video. Und das wird ein normales Standard Ultimate Team Video. Also kein Sieg statt Krieg oder ohne groß nichts los. Dazu sage ich gleich nochmal mehr. Meine normalen Ultimate Team Videos werden in Zukunft weiterhin auch so kommen. Und da werde ich einfach Ligaspiele machen und meine Mannschaft ein bisschen variieren. Also da wird nicht so viel passieren, aber ich werde einfach Ligaspiele machen und versuchen hochzukämpfen mich. Das ist einfach mal da der Plan. Ich wurde jetzt auch angeschrieben, so von wegen in meinen Trainerkarriere-Videos. Ja, ich mache ja hauptsächlich Ultimate-Team-Videos. Warum ich denn jetzt so viel Trainerkarriere mache? Ich mache einfach das, worauf ich am meisten gerade Lust habe. Und das ist zurzeit einfach Trainerkarriere und ich will natürlich auch Ultimate Team weiter zeigen, weil mir das ja auch Spaß macht und ich spiele es ja auch so nebenbei sehr viel. Aber wie gesagt, ich muss da jetzt auch noch mal ein bisschen ins Rollen kommen und ich würde jetzt eigentlich auch gerne feste Termine für bestimmte Videos einlegen und zum Beispiel für Ultimate Team Videos allgemein würde ich gerne den Sonntag festlegen. Das habe ich ja so oder so schon immer versucht, dass Sonntag ein Video kommt, also auch Gameplay. Und ja, wenn das halt der Fall ist, wenn ich das wirklich fest mache und ich sage es jetzt auch mal, ich will es auch machen, richtet euch einfach mal drauf ein. Dann guckt auch auf modernconsumer.de vorbei. Dann steht da, sobald ich das wirklich fest mache, schreibe ich dann auch irgendwie da Termine hin, die fest sind. Ansonsten müsst ihr einfach wirklich immer, weil es so oft die Frage kommt, wann kommt denn das nächste Video? Guckt einfach auf meine Homepage, da steht es dann da. Sobald ich das weiß, schreibe ich es dorthin. Oben einfach auf der rechten Seite, oben, es ist ja nicht zu übersehen, stehen die Termine für die kommenden Videos. Und so auch zum Beispiel das Announcement hier, Samstag 17 Uhr habe ich einfach mal eingestellt. Auch wenn da Bundesliga gerade läuft, ich bin echt mal gespannt, wie es dann da aussieht, ob da ein paar Leute reinschauen. Ja, so viel dazu. Also ihr braucht keine Angst haben, Ultimate Team wird auch ganz normal weiterkommen bei mir. Und mindestens Sonntag soll das kommen. Deswegen jetzt zu meinen weiteren Terminen oder Sachen, die ich plane. Und zwar, ich muss immer mal hier auf den Bildschirm gucken, weil ich einfach abgelenkt bin, gerne. Nee, und zwar meine Karrieremodus Born to be Wild, Paderborn to be Wild, gefällt euch sehr gut. Mich freut das total, weil mir macht es auch Spaß, mit der Mannschaft zu spielen. Ich bin jetzt halt in diesem Dilemma, dass ich mich noch mit Weltklasse-Modus rumklage und das nächste Spiel ist auch noch gegen Bayern München. Aber gut, ich werde mal gucken, dass ich da mich hoffentlich irgendwie fange und dann hoffentlich auch mal das ein oder andere Spiel gewinne. Wo ich dann am Ende der Saison bei rauskomme, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, dass das für euch maximal attraktiv ist. Ich mache es einfach so, wie ich dann drauf Lust habe. Ich nehme natürlich eure Tipps an und versuche das Bestmögliche aus der Mannschaft rauszuholen mit meinen Skills und meinen Fähigkeiten. Ja, das ist ganz klar. Ja, auf jeden Fall geht die Serie so weiter. Ihr habt schon gesehen, da ist jetzt auch ein neues Intro in meinen Videos. Das wird immer noch so ein bisschen angepasst und vielleicht wird mir auch noch ein ganz neues gemacht von einem Abonnenten, mit dem ich schon Kontakt habe. Aber im Endeffekt ist das ja nur so ein bisschen drumherum. Die Musik, die ich da verwende und alles, die Infos, wo die herkommen, steht in der Videobeschreibung drin. Die Songs kann ich nicht immer alle reinschreiben, aber es ist Non-Copyright Sounds, der YouTube-Kanal, nur für die, die das immer interessiert. Guckt einfach in die Videobeschreibung immer rein. Was ich ja noch vergessen habe zu sagen ist, bei dem Trainerkarrieremodus, beziehungsweise Paderborn to be White, peile ich jetzt an, auch feste Termine zu machen, damit ihr dann immer wisst, ja, an dem Tag kommt ein neues Video. Und aktuell peile ich an, dass mittwochs und samstags, Samstag immer mittags, also bevor Bundesliga kommt noch, samstags mittags
ein Part kommt, also Mittwoch 14 Uhr, Samstag 12 Uhr, ist jetzt noch nicht final, aber ich peile es an und wie gesagt, wenn das stattfindet, wenn das so ist, steht es auf meiner Homepage, also da einfach nochmal gucken. Ansonsten, wie gesagt, stehen da auch noch die Termine, wann das nächste Mal kommt. Mittwochs und Samstags mindestens die Parts. Wenn da irgendwas zusätzlich kommt, werde ich das ankündigen auf meiner Homepage alles. Wie immer eigentlich. Aber wie gesagt, ich werde wirklich sagen können und ihr müsst wissen, so einfach, ja, Samstag, Mittwoch kommt ein neuer Part, cool, kann ich mich drauf freuen, weiß ich Bescheid, brauche ich nicht tausendmal so nachgucken und man weiß einfach, es kommt einfach ein Video. Ja, das heißt, ich muss da immer vorproduzieren und kann natürlich nicht direkt auf euer Feedback eingehen, aber ich denke mal, das ist ganz okay so. Das kann ja dann später auf die Feedbacks von da, von den vorigen Videos eingehen. Ja, ohne Groß nichts los wurde auch häufig jetzt gefragt schon wieder, wann geht's denn endlich los mit Toni Groß? Es wird losgehen, ich werde ihn mir demnächst holen, ich spare immer noch Münzen und ja, sobald ich ihn mir gekauft habe und ein Konzept habe, wie ich das anfange und das soll in den nächsten 2-3 Wochen spätestens losgehen, muss ich jetzt einfach sagen, es sind 2-3 Wochen, ja, dann wird das auch gesagt in einem Announcement oder überhaupt geht es dann irgendwie, irgendwas werde ich dann ankündigen und ihr werdet das einfach im Video dann hören oder in meinen normalen Ultimate Team Videos werde ich bestimmt auch nochmal drüber sprechen, wie ich mir das so vorstelle. Aktuell ist es halt noch nicht ganz absehbar, wann es ist, aber es kommt dann demnächst und ich will es auch machen. Ja, Toni Groß, ohne Groß ist ja einfach nichts los und ich will ihn mal spielen, ich will überhaupt mal wissen, wie er abgeht bei FIFA 15. Ja, dann hattet ihr letztens hoffentlich gesehen, dass ich auch mal was anderes gespielt habe, sowas wie NHL 15 und es wurde auch ziemlich oft angeschaut, das Video, also hat guten Anklang anscheinend gefunden. Ich will auch gerne mal wieder was anderes zeigen, so zwischendurch mal wieder Plants vs. Zombies eine Runde spielen. Oder vielleicht Battlefield sogar, ich weiß es noch nicht. Aber Plants vs. Zombies, das spiele ich halt auch wirklich noch nebenbei, dass ich da euch auch mal wieder ein Video zeige. Und ich mag einfach auch, dass mal Abwechslung bei mir ist und nicht immer nur FIFA. Ein Announcement muss auch öfters mal sein, vielleicht kriege ich das auch mal wieder hin. Aber wie gesagt, freut euch einfach drauf, wenn einfach mal was anderes kommt. Ich mag das immer nicht, wenn dann Leute gleich immer Kommentare schreiben, ich will FIFA, ne? Aber ich finde, wenn ich, ich bringe ja schon ziemlich viele FIFA-Videos raus und wenn dann dazwischen mal was anderes ist, ist das doch auch eine gute Sache. Und da komme ich auch gleich zu meinem nächsten Punkt. Und zwar habe ich mir ein Spiel gekauft und das habe ich ja schon immer angedeutet und es wurde auch sehr oft gefordert von euch. Wer meine Far Cry 3 Serie damals gesehen hat, ich werde euch auch nochmal hier eine Verlinkung irgendwo auf dem Bildschirm reinmachen. Wer da gerne reingucken will, das habe ich komplett durchgespielt auf dem PC damals und ich war jetzt die Woche bei Mediamarkt und ich konnte nicht dran vorbeigehen, habe das im Angebot gesehen, hatte 55 € gekostet, ist ein ordentlicher Preis, finde ich, für ein PlayStation 4 Spiel, das heißt, ich werde jetzt auf der PlayStation 4 Far Cry 4 auf der PlayStation 4 anspielen und hoffentlich komplett durch Let's Playen. Ich hoffe, es macht mir Spaß. Ich habe jetzt einmal den Multiplayer-Modus angetestet. Das war auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Und ich muss mal gucken, wie ich dann so mit dem Controller klarkommen werde. Aber da könnt ihr euch auf ein Let's Play freuen. Da werde ich dann Folgen vorproduzieren und dann einfach raushauen. Auch da werde ich dann einen festen Termin festlegen. Aber da werde ich noch euch Bescheid sagen, wann und wie das genau ablaufen wird. Das Spiel... Ich werde alles dann dazu im ersten Part sagen, was meine Meinung dazu ist und was ich für Erwartungen habe. Also seid da schon mal gespannt drauf und ich hoffe, ihr freut euch auf ein Let's Play zu einem Ego-Shooter bei mir. Und einem, ich finde, eigentlich auch ein ganz besonderer Ego-Shooter. Und der letzte Teil hat ja schon richtig Spaß gemacht. Ja, das war es jetzt soweit an sich von den News, die ich zu sagen habe. Wie gesagt, ihr müsst halt öfters auf meiner Homepage vorbeischauen, dann sind oft die Fragen geklärt. Und ansonsten schreibt mir eine E-Mail, auch auf meiner Homepage, kontakt@modernconsumer.de ist es, oder einfach per Facebook eine Nachricht schreiben. Ich versuche die immer alle eine Woche, anderthalb oder zwei Wochen maximal alles zu beantworten. Da kommt immer ein Haufen zusammen. Und außer Fragen wie, spielen wir gegeneinander oder addest du mich und hin und her, wirbst du mal meinen Kanal, Fragen beantworte ich eigentlich alles, was da so reinkommt. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich werde jetzt meine Plauze hier auf dieser Couch gemütlich hinlegen und Fußball heute schauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr in die nächsten Videos reinschaut. Macht's gut, bis dann. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Und wenn ihr irgendwelches Feedback oder Vorschläge habt und überhaupt, dann immer her damit. Ich versuche natürlich...
auf eure Wünsche einzugehen, oder vielleicht habt ihr einfach so Verbesserungsvorschläge für meinen Kanal, für meine Videos. Da freue ich mich immer drauf, wenn ich sowas lese und ich denke so, hey, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Gerne raushauen. Also, in diesem Sinne.